Sagen wir mal so, hier in dem Berliner Pokal ist ja klar, dass jetzt alle Mannschaften, die gegen Union oder gegen Hertha spielen, da immer dann halt so auf dieses kleine Wunder hoffen oder hoffen, dass an diesem Abend alles funktioniert oder am Tag, dass da, und da muss halt auch alles stimmen. Und ich kann ja meiner Mannschaft nicht die Qualität absprechen. Wir haben nun mal eine enorme individuelle Qualität. Und ja, das war für uns gegen eine sehr couragiert auftretende Truppe von Viktoria. Wir wussten, dass sie halt auch gut gegenhalten. Die spielen eine super Runde in der Regionalliga. Die haben nicht umsonst gegen RB 3-0 gewonnen, gegen Union 3-0 gewonnen und gegen unsere U16 3-0 gewonnen. Also man erkennt, dass da halt auch was in dieser Mannschaft steckt. Die haben einen sehr guten Willen. Man hat auch gesehen, wie sie die Zweikämpfe angenommen haben. Das war wirklich sehr, sehr ordentlich. Und da haben meine oder unsere Jungs haben sich da am Anfang noch so ein bisschen unwohl gefühlt mit. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen auch gegengehalten. Und ja, das Spiel war halt, ich denke, das war so lange offen oder nicht offen, weil wir es so entschieden haben. Wir waren die Mannschaft, die entschieden hat, ob wir früh in Führung gehen und ob wir noch ein zweites Tor nachlegen. Also es lag jetzt nicht an Viktoria, dass die hier dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt haben, sondern die haben halt couragiert gegengehalten und das war es auch. Ich fand schon, dass es knapp war. Wir hatten gerade jetzt so 20 Minuten vor Schluss drei Riesenmöglichkeiten gehabt, hätten da verkürzen können. Ja. Und dann wäre die Frage, wie Hertha dann reagiert hätte. Vielleicht hätten wir noch eine Druckphase aufbauen können, ja. Vielleicht auch nicht, das wissen wir jetzt natürlich nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl in diesem Spiel, dass es halt noch irgendwie in eine andere Richtung gehen kann. Keine Ahnung, nennen Sie es eingebildet oder arrogant, aber ich hatte nicht das Gefühl hier heute bei dem Spiel, dass jetzt Viktoria hier uns noch den Zahn ziehen kann. Nein, in keinem Moment. Also ich glaube, die zwei Halbchancen, die sie denn noch hatten, da haben wir, unser Torwart hat den Ball den Stürmer in Fuß gespielt zweimal und das war's dann. Also war jetzt nicht irgendwie, dass die irgendwas herausgespielt haben oder wir wurden kalt erwischt, sondern es war einfach, wir sind im klaren Ballbesitz im Aufbauspiel und wir spielen den Gegner den Ball im Fuß, der läuft aufs Tor, aber es gab ja nicht mal einen Torschuss. Also von daher gab es jetzt keinen Moment, wo ich dachte, so schade, weil andersrum kann ich ja auch fragen, so oder könnten Sie ja fragen, hatten Sie den Moment, warum Sie das dritte und vierte Tor nicht denn früher machen? Weil da lagen ja einige Sachen oder waren im Reich des Möglichen, also eher als das Viktoria ein Tor schießt. Es hat eigentlich so ein bisschen auch Quäntchen Glück gefehlt. Ja. Wir hatten ja auch schon in der ersten Hälfte die ein oder andere Strafraumaktion. Die hätten wir vielleicht ein bisschen ruhiger zu Ende spielen müssen. Ja, vielleicht uns mit einem Abschluss mal auch im Angriff auch belohnen können. Aber letztendlich eigentlich hat ja so das i-Tüpfelchen gefehlt. Ja, vielleicht ein eigenes Tor, ja, was so ein bisschen vielleicht uns nochmal einen Schub gibt. Aber ja, leider war es nicht so. Nein, man muss sich das mal anschauen. Also wie dieser Pokal gespielt wird, wie viele Mannschaften daran teilnehmen. Das ist also eine reine Berliner Sache hier. Berlin ist groß, wir haben über 4 Millionen Einwohner. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Vereine. Ich weiß auch gar nicht genau, wie viele mitmachen jedes Jahr, wie viele sich dafür anmelden und die Berechtigung haben. Aber dann am Ende zu den letzten beiden zu gehören, ich will nicht sagen, dass es eine Pflicht ist, aber das ist für uns halt eine Aufgabe, die wir uns stellen, die wir annehmen und die wir dann halt auch gerne positiv umsetzen wollen. Das ist auch ein Titel. Und wenn man dann am Pokalfinaltag, wer das mal miterlebt hat, der möchte da gerne nochmal hin und nochmal hin. Und wir hatten das Glück, dass wir jetzt in den letzten, also jetzt, wir waren jetzt des Öfteren schon da, also mit den Jahrgängen immer und sind, glaube ich, von Hertha BSC mindestens immer mit 3 Mannschaften vertreten. Von 4, die teilnehmen dürfen, denn von daher, also das ist keine Muss-Aufgabe, das ist ein Teil der Saison und wir haben einen breiten Kader und heute hat man halt auch gesehen, dass halt viele zum Einsatz kommen und dann nutzt man halt auch die Gunst der Stunde, um halt Leuten Spielpraxis zu geben und Spielzeiten, die dann vielleicht in der Liga nicht immer von Anfang an spielen und die haben es gut gemacht und haben halt nicht Viktoria am Großen mal schnuppern lassen. Denselben Stellenwert wie auch die Liga. Also wir wollten schon gerne im Poststadion landen. Ja. Aber da braucht man halt ein bisschen Losglück. Und ansonsten in der Liga, wir denken immer von Spiel zu Spiel. Ja. Und genauso haben wir auch, als wir jetzt in Rostock waren, nicht an Hertha BSC gedacht, sondern an Rostock. Und haben dort ein gutes Spiel gemacht. Jetzt haben wir an Hertha BSC gedacht und jetzt denken wir an Halle.
dann geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.